Hallo Leute, heute kommen wir mal zu etwas ganz anderem, also zu einer kleinen Challenge zwischen mir und Niklas Sebode. Ich bin nebenzu so der Möser CRC, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ja. Ja, guten Tag, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin hierher der Niklas Sebode. Ich brauche mir ja gar nicht groß zu erklären, mich kennt ihr eh ja, gell? Und wie gesagt, willkommen zu einer kleinen Challenge. Und ja, wir werden das jetzt nochmal kurz erklären. Ihr seht schon im Hintergrund, was ist das denn für ein Dorf? Wir haben jetzt mal kurz einen kleinen Low-Account beide erstellt und werden jetzt eine kleine Challenge durchführen. Und zwar dürfen wir eigentlich alles machen, was wir wollen, außer halt Gem und so. Man muss nicht Mauer machen, man muss keine Kanonen machen. Also wie gesagt, wie also jeder möchte. Man kann machen, was man will, genau. Genau, ja. Und ja, wer als erstes in die Kristallliga kommt, der hat das ganze Ding gewonnen. Und dann würde ich sagen, am Ende machen wir dann noch eine kleine Bestrafung oder Belohnung, wie auch immer. Genau, und ja, wir nehmen, also wir clashen nur oder spielen nur mit diesem Account, während wir aufnehmen. Das heißt, ihr verpasst auf jeden Fall gar nichts. Ihr seid immer dabei. Und es kann natürlich auch passieren, dass mal ein Video dann länger wird, aber... Genau, ja, wir haben auch vor, bald mal oder vielleicht einmal einen Boost zu machen mit 2 Stunden. Das werden wir dann über die Nacht hochladen. Das wird alles schon hinhauen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, wie gesagt. Genau, bist du jetzt auch hier beim Rathaus Level 1? Genau, ja, ich verbessere es jetzt gerade und ich glaube, ich bende es auch mal sofort. Und jetzt können wir, glaube ich, machen, was wir wollen. Nee, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwas einsammeln. Im solchen Fall immer cool, finde ich jetzt so von Anfang an zu sehen, wie es nochmal ist. Und das Rathaus Level 1 und so alles. Auf jeden Fall richtig geil. Und ja, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Ich muss auf jeden Fall erstmal Barbaren ausbilden. Und ja, die restlichen 246 Gems, die ich jetzt noch habe, kann ich oder können wir beide natürlich verwenden. Und ja, boah, Shop 29, was ist hier alles drin? So, ja, jetzt kommt es eigentlich in dieser Videogruppe kommt es darauf an, was macht man oder wie greift man an. Es kommt natürlich auf die Taktik an und ein bisschen Glück ist natürlich auch immer beim Loot und so alles dabei. Ich habe jetzt noch die restlichen Magier von diesem kleinen Kampf, den man da am Anfang immer macht und auch schon 2 Bauarbeiter, ich meine, die macht man ja auch in diesem Tutorial. So. Ja, ich vielleicht können wir. Ja? Ich hole mir gerade noch die Gems hier von diesen ganzen Büschen da. Okay, weil ich habe ja auch gerade gesehen. Eh viel zu viel Elixier und Gold. Du reiche Sau. Also, ich gehe jetzt dann gleich mal angreifen, würde ich sagen. Ja, das dauert und dauert und dauert, meine Fresse. Ich brauche mal eine 2. Kaserne, wenn das schon geht. Ach ja, super, ja, das geht schon. Shop. Ja, genau, sehe ich gerade auch. Ah, scheiße, jetzt hat er sofort einen Tipp gegeben, ne? Ja, danke. Ja, vielleicht werden wir uns auch mal ein paar Gems gönnen, natürlich beide gleich viele, sonst wäre es ja auch ein bisschen unfair. Und dann können wir dann mal ein bisschen uns was gönnen, irgendwie halt Gebäude vorspulen oder halt irgendwas, was weiß ich. Genau. Wenn jetzt irgendwas ewig lang dauert, zum Beispiel wie das Guardhaus auf ein neues Level oder ähnliches. Genau, ja. Und ich habe eigentlich auch noch gar keinen wirklichen Plan, wie ich das Ganze anstellen soll, ob ich überhaupt Mauern mache. Aber das werdet ihr natürlich dann im Video oder in den nächsten Videos erfahren. Und schreibt auf jeden Fall auch schon mal eure Meinung in die Kommentare. Es wird uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr schon mal jetzt einen Daumen nach oben gibt für die Idee. Und natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge, hören wir auch immer gerne. Und ja, Marco, willst du noch mal vielleicht ein bisschen was über deinen Kanal erzählen? Ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt vielleicht kennt, ein paar werden ihn wahrscheinlich schon mal genau, weil du hattest jetzt so schon mal ein Fight von dir, von mir auf deinem Kanal gepostet. Das genau, ja, da nochmal Dankeschön, glaube ich. Ich werde hier ein bisschen zugespammt von ihm mit Fights, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, vielen, vielen Dank dann nochmal. Das kommt auf jeden Fall Problem. Immer gut ins Ding, weiß nicht, ins Programm rein. Ich kann ja ganz kurz noch so sagen, es wissen ja alle, wo du im Clan bist, Like a Boss zum Beispiel. Und ich bin aus der War Imperium Familie. Ich weiß nicht, ob ihr den Clan kennt. Doch, auf jeden Fall. Doch. Und ich bin halt ein bisschen so ein Gamer und hab auch, ich weiß, dass das viele nicht mögen und so, aber ich hab meinen Account auf jeden Fall, das sieht ja jeder, dass da viel Geld reingesteckt wurde, aber ich hab den von einem Kumpel geschenkt bekommen, also es ja, ist genau, nicht so, dass auf ich jeden da Fall tausende wissen. Von Orgos selber rein geballert habe. Und ja, ich bin auf jeden Alter, Fall wie lustig das ist. Mann, ich bin ab und zu bei War Imperium und bin Champion und ja, das ist eigentlich alles so über mich.
Ja. Und die Leute von meinem Channel, schaut auf jeden Fall mal Niklas Sebude an. Genau, da habe Der ich auch den macht auf jeden Fall. Kanallink von Marco in der Beschreibung. Ach du Scheiße, wie lange die brauchen, um so eine Gammelkanone zu zerstören, ja? Niklas Sebude macht auf jeden Fall regelmäßigere Videos wie ich. Aber ich bin jetzt auch dran, ich versuche das jetzt auch. Und ich glaube, ich habe mich gleich schon mal voll übernommen. Shit. Ich hab jetzt mal schon meine Magier verschwendet. Ich weiß nicht, ob Ja, ich ich so auch. schlau war, aber nun ja, relativ okay Beute. Ich weiß nicht, ob man das gut nennen kann, aber da war jetzt schon was drin. Und dann Ja, würde ich ich. sagen, müssen wir auch gleich mal direkt die ersten Lager verbessern. Oder kann Ja, man das schon das zweite hab ich schon Lager. davor gemacht. Ah, okay. Oder kann man schon das zweite Goldlager und das zweite Alex-Lager bauen? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube erst beim nächsten Rathaus-Level. Okay. Boah, der Magier stellt sich auch schon wieder richtig schlau an bei mir. Ja, aber ich habe alle Verteidigungen schon zerstört, also passt Ja, da eigentlich oben bei steht mir. auch eine kleine Kanone, aber die kann mir nichts mit meinen Baba-Magiern hier am Stalle. Und die Leute, die das Video jetzt bei mir anschauen, ihr könnt natürlich dann auch das Video aus Niklas Sicht dann noch anschauen. Das ist wahrscheinlich dann auch noch viel interessanter, weil das viel mehr drauf hat. Nö, also jetzt, ich denke mal, es wäre eigentlich recht auf dem gleichen Niveau sind, sowas von Cl oder von Clashen. Natürlich, Marco ist auf jeden Fall viel besser bei der Pokéjagd, merkt man ja auch, wie gesagt, Champion ist er. Und ja, aber sonst haben wir, glaube ich, recht viel gemeinsam oder können, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt Passt ausdrücken soll. Danke. So, Ist jetzt ich noch habe schon mal gut. 3 Sterne geholt. Wollen wir irgendwann dann mal die Clanburg vielleicht, dass wir dann zusammen in den Clan gehen oder zum Beispiel zu dir? Ich werde mir natürlich immer Truppen bei War Imperium holen. Ja, weiß ich noch nicht. Sollen wir es so machen, man darf sie bauen, muss sie aber nicht, also wie bei den Ja, anderen genau. Sachen. Genau, das Weil ich stimmt. bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die mache. Ich meine, die hat jetzt für uns jetzt erstmal einen recht stolzen Preis von 40.000 Gold. Ja, das ist richtig krass viel. Shit, 10.000, Alter. Boah, krass, der hat hier 5.000 Gold. Ah, ich glaube, ich lasse das ganze Zeug außen herum stehen. Ich weiß nicht, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir jetzt Das. schnell die Kobolde holen soll. Weil ich meine, weil dann einfach, wenn einem die Pokale hier egal sind, dann ich mach das jetzt einfach mal, like a boss. So, einfach hier nur die zwei Goldmine 1 zerstören und das Gold mitnehmen und dann wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich meine, wir machen jetzt einen Pokal minus, aber das können wir noch vertragen. So, und jetzt. Ja, oder sollen wir noch einen Stern? Das Elixier vielleicht noch? Ich denke mal, auf unserem Niveau ist das Elixier noch recht wichtig. Ach, scheiße, mein scheiß Goldlager schon wieder voll. Geh kacken. Ja, man verliert auch fast keine Pokale, wenn man verliert. Das ist eigentlich ganz Ich hätte schön mich eben cool. schon gewundert, warum mal plus 30 oder so ist bei dir auch Ja, so? Mann, das wäre mein Champion wäre, plus 32 minus 1. Boah. Göttlich wäre das. Ich Göttlich. hole mir hier jetzt auch nur ganz kurz das Gold, weil mir ist ja Was? eh. Das dauert 30 Minuten, das eine Goldlager. Auf zwei. Ja, Mann, ich habe das auch schon vorhin gestartet. Ich glaube, ich kenne das. Ich mache da was anderes. Ich sage jetzt nicht viel. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier die größten Tipps geben. Ich mache da erstmal was anderes mit. So. So, ich gehe hier Ja. schon mal. Oh, ich habe eine Gembox. Ich habe eine Gembox. Was? Läuft Ich bei habe mich. gleich in den ersten Kampf hier verloren. Ich habe keine Gembox. Ahaha. Soll ich kurz offline gehen und warten, bis eine kommt? Da kannst du gern machen. Ich clash weiter in der Zeit. So. Und ich weiß nicht, aber die Leute, die das bei mir anschauen, die sehen jetzt schon, dass ich hier jetzt so gar nicht viel baue. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt unbedingt was sagt, aber ich hab da was vor. Mir sagt was. Ich glaube, also. Na, okay. Na. Okay. Chief Bad. Ja, machst du ohne Dev? Oder wie? Ich musste ja eine Kanone bauen, also Ja. vielleicht. Also man weiß es ja nicht. Ja. So, es dauert 5 Minuten. Ich versuche jetzt hier nochmal was. Ne, die Kasernen mache ich jetzt erstmal lieber nicht. Die mache ich, wenn ich offline gehe.
Und sollen wir jetzt so eine Zeit ausmachen, damit es halt für beide fair ist? Ja, genau. Also es ist jetzt 7:07. Ich habe hier oben noch schöne Uhrzeit reingepratscht. Und sollen wir bis 7:45 machen, dann haben wir halt so eine, ja, Uhrzeit. Okay, gut. Ja, machen wir bis 7:45. Okay, das passt. Das ist recht teuer sogar hier, das Armeelager auf 2. Und nicht wundern, wenn jetzt öfters halt Videos oder wenn jetzt öfters Videos gegen Marc oder halt von dieser Videogruppe kommen. Wie gesagt, wir wollen jetzt, oder wir clashen ja nur, wenn wir ein Video machen. Und dazu, dass man halt echt hochkommt, muss man ja auch schon ein bisschen öfters clashen. Vielleicht werden wir dann einmal halt einen Zeitpunkt ausmachen, wo wir beide dann reingehen und halt über Skype ein bisschen labern, halt ohne aufnehmen. Weil das ist schon echt hart, wenn man nur clasht, wenn man aufnimmt. Ja, werden wir sehen. So, ich nehme jetzt hier nochmal die Goldminen mit. Bist du noch da? Ja. Dann hast du die Stimme verschlagen. Ich habe dir nur fein zugehört. Und ich habe schon meinen ersten Fehler hier begonnen. Ich muss mir jetzt Elixier kaufen. Ja? Ja. Oh ja, Elixier, dankeschön. Ich wäre jetzt auch wieder nach Hause gegangen ohne das Elixier. Und, das ist natürlich wieder Like in Niklas. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte die Goldlager voll. Und hab, oder das Goldlager eher, und hab einfach Gold geklaut nur, obwohl ich das voll hatte. Ja, das ist so schnell voll, das ist ganz ungewohnt. Ja, locker. Boah, ja, wenn das so auf meinem anderen, oder auf unseren anderen Accounts ging, ne, dann wäre man ja blitzschnell ein bester Player. Ja, Mann, bei wie viel Pokalen bist du? Ich verliere die ganze Zeit. Ja, aber von verlieren ist es ja nicht wirklich. Mein minus 1, ich glaube, ich bin jetzt bei 28 oder ich 27. Auch. Warte, ich kann mal nach Hause wieder gehen. Das war auch nichts mit dem einen Stern. 28 bin ich jetzt. Ja, ich auch. So, mein Gott, schau. Boah, geil, Baba King, das wird schon nice. Wer hat einen? Findest du so Leute? Nee, aber habe ich mir gerade hier im Store nochmal angeguckt. So, ich finde gar keine so richtig verlassenen Dörfer. Komisch. Ja, verlassen. Ich finde, die verlassen sind die irgendwie alle so ein bisschen. Ja, klar, weil sie keinen Platz haben. Aber wir machen hier jetzt einen Farming-Angriff. Oh yeah. So, ich baue ja schon mal meine erste kleine Base. Oh Gott, wie wenig man hat, das ist ja. Aber man kann ja man nicht mal dieses, dass man halt alles einsammelt, ne? Kann man ja gar nicht machen. Auch irgendwie komisch. Wie alles einsammeln? Ja, du kennst ja, dass wenn du deine Base baust, dass du halt alle Gebäude einsammelst und dann halt ein leeres Feld hast und dann dir halt da alles. Ja, geht das nicht? Alles löschen? Nö. Sicher? Ich meine, ab Rathaus 6 geht das. Ja, ist wirklich so. Das ist ja mies. Wollen die, dass man auf Rathaus 6 campt oder wie? Keine Ahnung, was das für. Oder was das. Boah, ab Rathaus 3 gibt's ja schon diesen Mörser, ne? Ja. Und du hast jetzt auch schon ein Goldlager Level 2. Ja, ich hab schon ein bisschen gegampt. Mann. Was wollte ich? Ich wollte gerade was sagen, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, alles gestohlen, das passt. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Klarle. Oh, warte mal, sind meine Armeelager? Oh ja, können wir wieder rausfahren? Eigentlich ist es voll unnötig, dass man hier bei den Kasernen links und rechts hat. Ich meine, es ist völlig egal, ob man links oder rechts drückt. Also, das ist eigentlich schon eine recht gute Base, die ich hier habe. Rathaus 5 ist das bestimmt schon. Aber nun ja. Der hat nichts. Boah, 8000. 8000, das ist ja wie 300.000. Ja, und ich weiß nicht, so ganz kurz noch, ich wurde, also für meine Abonnenten jetzt auch, ich habe ja alle meine Ressourcen bei meinem Account rausgestellt gehabt, also bei Möser allen, und mir wurden da ja diese 900.000 geklaut. Und das habe ich ja mit Absicht gemacht, also ihr habt alle so in die Kommentare geschrieben, hey, tut mir voll leid und so. Das habe ich ja mit Absicht gemacht, weil ich ja gerade so witzig fand. Also, das ist kein Problem. Wie kann man das denn witzig finden? Ich fand das voll witzig. Das ist voll verletzend irgendwie.
Ich hatte eh viel zu viel. Ich hatte alles voll. Also von dem her, ich hab, Krass. ja, Da es hättest du war. doch lieber mal noch irgendwas verbessert, oder? Ich hab alles maximal bis auf Mauern und Barbar King und Queen. Also von dem Krass, her. okay. Ich dachte, du brauchst irgendwie noch was bei den. Ich meine, ne? Ich dachte, du hast die Bomben und so noch nicht maxed. Achso, ja, da habe ich dann, ich hatte ja dann am Ende noch, glaube 7,5 Millionen Gold. Und da habe ich dann abgestimmt mit meinen Abonnenten, was wir upgraden sollen. Und dann haben wir eine Mauer und eine Bombe abgegradet. Okay. Und ja, Boah, aber 4 Millionen für eine Mauer, das. ja, ist schon hart, finde ich. Also. Wann? Ich vergesse immer mein Gold auszugeben, damit ich halt wieder mehr lagern kann. Jetzt greife ich hier an, sonst kann ich es wieder gleich alles nicht lagern. Ja, das ist mies. Als ob die Kanone da noch rankommt, das gibt's doch nicht. Alter Shit, wie lange die für diese komische Mauer brauchen. Ja, hat da Und bei dir schon alle mal. Barbaren. Mies. Hat bei dir schon jemand Mauern? Ah, ich hatte ja halt eben einen mit diesem Rat aus 5 oder 6, war das. Bin ich mir nicht sicher. Der hatte auch schon Level 2 oder 3 oder so. Habe ich gar nicht genau geguckt. So, ich nehme mir den Rest nochmal hier mit. Ich überlege jetzt. Ne, ich fahre wieder nach Hause. Ich habe Ich finde. jetzt gerade auch eben schon mal einen Rathaus zerstört. Ich meine, so nebenbei kann man die gut mitnehmen, finde ich. Ich finde das auch mies, dass man hier jetzt so nix boosten kann. Nein? Ich hätte nämlich jetzt gerade meine Kaserne geboostet. Aber. Hey, stimmt. Scheiße, Digga. Geht es erst ab Level 6? Nee, Ich 5. glaube schon. Okay, wir sind ein bisschen gefickt. So. Was mache ich jetzt? Schreibt mal in die Kommentare bei mir, was ich machen soll als nächstes. Ich habe keinen Plan. Oh Mann, ich kann mir mal nicht mal eine Mauer leisten. Ich arme Sau. Oh, ich kann schon wieder rausfahren. Nee, warte, warte, warte. Ich habe das vergessen. Nehmen wir das nämlich mit. Und Elixier. Oh ja, da habe ich gleich mein Elix-Lager voll. Und das können wir dann irgendwas. Ich glaube, das Armeelager kostet 2,5, ne? Also 2500. Ich bin schon ein bisschen weiter. Schon ein Gem oder was? Oh Mann, wie viele Diamanten hast du? 175 noch. Ernsthaft? Ja. Krass, ich hab genau 100 mehr. Krass. So, für was kann ich mein Gold ausgeben? Hä? Was sollen wir sowas vereinbaren, dass wir nicht bei dem anderen das Video anschauen Ja, können? auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ja, weil sonst kann man sich die Taktik ja so ein bisschen abkaufen. Und irgendwas fehlt dir als Clan-Wortzeichen, naja. Sobald du die Clan. Okay. 3000. Boah, ich freue mich irgendwie auch schon auf meine erste Death. Bekommt man da irgendwas? Nee, ne? Ich denke, irgendwie so ein paar Diamanten, Ich weiß nicht, damit ob du es da einen meinen. Erfolg gibt oder so. Verteidige Ja, die dich genau, damit einmal. man. Damit man am Oh, Ball warte bleibt, mal. damit man weiterspielt. Naja, so. Die wollen immer so ein Erfolgserlebnis bei dir machen am Anfang. Aber ich finde irgendwie, es gibt recht wenige Erfolge. Also, wenn dann jetzt so runterscrollt, oh, sind viele, aber irgendwie sind es doch nicht so viele, finde ich. Ja. Also besonders, wenn dann jetzt halt da oben ist, oder hier gibt es ja auch Sachen, tritt der ein Dings Champ Liga bei oder so, das erreicht, oder erreichen die meisten ja eigentlich eh nicht. Oh, ich kann schon wieder raus. Geht irgendwie doch flott. Oh, mach mal, weißt du, wie viel Uhr wir haben? Shit. Warte, warte, ich muss noch ein Upgrade starten. Ja, okay, warte, dann mache ich das auch noch mal ganz kurz. Ich glaube, ich jamme mir jetzt auch mal was. Aber ich weiß nicht was. Und irgendwie habe ich gerade Bock weiterzumachen. Du auch? Ja, oder bist du, oder weil du gerade irgendwie noch so eine Minute brauchst, damit du was upgraden kannst, kann das sein? Nee, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig mit meiner Base, die ich da zusammen. Aber ja, lass doch mal ein bisschen länger machen, oder? Ich wollte es, glaube ich, eh über die Nacht hochladen. Ja, Oder? okay. Okay, was? Dann. Boah, ist ja auch Schnäppchen weiter zu drücken, ne? 50, 50. Das ist unglaublich.
So, ich ja schon mit meiner Double-Finger-Taktik, meinen OP-Skills. So, ja, wir nehmen jetzt auch schon knapp 20 Minuten auf, aber das kriegt man ja in der Nacht locker hochgeladen. Ich bin richtig aktiv, auch im Globalen, muss ich sagen. Ich gebe da alles. Ach, ja, ich weiß noch gar nicht. Boah, jetzt ein Level 80er. Warte mal, ich könnte mal... Vielleicht kennt mich wer will, jemand. Wer will mich? Niemand. Nee, sorry. Ich habe ja noch nicht einmal eine Klammer. Alter, ich muss mir Gold kaufen, damit ich suchen kann. Oh, du arme Sau. Okay, das ist echt bitter. So, ich habe auch nicht wirklich viel. Aber die Mauern sind teuer, ne? Hm? Die Mauern sind teuer, ne? Keine Ahnung. Egal, sind sie. Ich finde 200 eigentlich recht viel. Also 200 Gold. Für so ein kleines Pipi-Teil da. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Mauern gebaut, muss ich sagen. Ich auch nicht. Warte mal, wie kann man denn 25, ne? Ja. Ah, shit, ich glaube, ich krieg meine Base gar nicht zu. Okay, warte, dann muss ich eine Sache rausstellen. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich weiß, ob man besser die Lager drin haben sollte oder die Minen. Die Lager, weil die haben ja mehr Hitpoints. Würde ich sagen. Oder keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist nicht so das große Problem, dass da so übel viel geklaut wird, oder nicht? Nee, nee, ich habe gerade eigentlich eh wenig und ich denke mal, wenn ich jetzt gleich, oder wenn wir jetzt gleich das Video beenden, boah, jetzt habe ich ja wieder einen recht starken. Wenn wir jetzt gleich das Video beenden, werde ich wahrscheinlich eh fast alles ausgeben. Boah, ich kann alles löschen. Wie, jetzt? Ja. Okay, jetzt bin ich auf dem Stand, wie viel du gemst. Ab welchem Rathaus geht es denn? Rathaus 3. Rathaus 3. Achso, okay. Also so weit bin ich jetzt noch nicht. Ich dachte halt, es geht erst ab Rathaus 6 und ich denke mir so gerade nur, what the fuck? Und was eigentlich geil wäre, wäre eine dritte Bauhütte, ne? Ja, das wird mich jetzt auch freuen. Ja, können wir noch vielleicht überlegen. Können unsere Abonnenten ja so ein bisschen vielleicht noch abstimmen. Genau, ja. Ich würde so viel auf einmal gerade verbessern. Aber erstens fehlt mir, wie gesagt, eine Bauhütte noch und die Ressourcen. Ich krieg gar nichts zusammen, ohne Scheiß. So, wo ist denn jetzt hier noch was drin? Ah, da in den Lagern. Ich würde sagen, das nehmen wir auch noch mit. Und ja, sollen wir das Video bis 25 machen? Das ist jetzt 20. Wir verpennen okay. Das wahrscheinlich eh wieder, aber... Nein, nein, wir verpennen das nicht, okay? Okay, ja. Also, sollen wir jetzt so einen richtig lauten Wecker stellen? Ja, okay, können wir machen. Weil ich habe hier gerade keinen parat. Warte, da vorne ist mein... Na, egal. Schaffen wir irgendwie. So... Boah, wenn wir jetzt gleich kein, oder wenn jemand gleich keinen Ton aufgenommen hat, ne? Nee. Das wäre jetzt mies. So. Eigentlich waren die Mauern völlig umsonst. Was soll man mit 25 Mauern? Da kriegt man eine Bauhütte umrahmt. So. Oh, ich hab schon wieder zwei Bauer. Alter, das wird eng mit der Zeit. Das wird richtig eng. Ja, ich weiß auch nicht, was ich so mache. So. Dauert das 30. Okay, das hier die längste Zeit und das 15. Warte, wann kriegt man die dritte Bauhütte? Boah, ich bin so doof in die Bau... Ah, da. Rathaus 4. Okay, wird sich auf jeden Fall extremst lohnen, wenn er eine dritte Kaserne hat. Habe ich Bauhütte gesagt? Keine Ahnung, ich bin gerade voll vertieft in meinem Fight. Und er geht richtig schief. Ah, okay. Aber ich würde sagen, das ist ja zum größten Teil in dem Lager hier. Ich finde eigentlich recht aktive Gegner, ne? Also so einen... Entschuldigung. So in den Minen habe ich generell, oder finde ich generell, recht wenig. Ich auch. Ja, wahrscheinlich haben sie so gerade zum ersten Mal gespielt und gehen jetzt ja, zum genau, ersten Mal auf. Ob. So,
22. Will ich mich verarschen, Mathe? Hat jetzt noch ein Goldlager irgendwo? Nee, dann ist es doch noch in dem. Oh. Man kann doch was im Rathaus lagern, oder? Ja, 1000, glaube ich. Nee, das ist später dann. Keine Ahnung. Hört mal, ich zerstöre es jetzt einfach nochmal, aber irgendwie ist ja noch voll viel Gold oder der verdaddelt mich ja einfach mal und stellt irgendwo sein Goldlager noch hin. Aber nee, das ist ernsthaft im Rathaus. Echt, das ist ja bitter. Das ist ja richtig bitter. Also 1000 ist jetzt recht viel, finde ich, jetzt für uns. Ja. So. Ja, man kann echt schon 1000 Alex und 1000... Dann lohnt sich ja... Dann lohnt... Ah, okay, warte mal. Hast du das Rathaus draußen? Ja. Okay. So, okay, 23. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich baue jetzt hier noch meine OP-Base. Nein! Nein! Mir fehlt eine Mauer. Shit, Alter. So, okay. 28%. Oh, ich bin so arm. Ich bin so arm. Take that money. Ja. So, da. Ach krass, man kann sogar schon zwei... Hilfe. Man kann sogar schon zwei. Ja, zwei Gold. 24. Shit. So. Okay, was mache ich? Ich mache jetzt noch schnell alles fertig, trocken und so. Damit ich gleich beim nächsten Mal starten kann. So. Okay, 24. Das wird bitter für mich. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. So. Ah, ich habe noch einen Bauarbeiter. Hier. Okay, gut. Also, ihr wisst ja jetzt... Voll vertieft im Spiel, wir beide. Was ich so vorhab. Okay, es ist gleich 25. Ich möchte auf jeden Fall mein Rathaus gleich beim nächsten Mal abnehmen. Nein! Deswegen mache ich die Goldlager. Ja. Gut. Also es ist jetzt dann gleich 25, Niklas. Okay, ja, ich bin jetzt auch langsam beim Ende. Schild. Ja, 25. Also, okay, ich habe jetzt hier mit vollen Goldlagern beendet. Also checkt auf jeden Fall mal Niklas seinen Channel aus. Fände ich echt cool, wenn ihr den abonniert. Vielen Dank. Gleichzeitig natürlich auch. Markus' Channel ist auf jeden Fall... in der Videobeschreibung verlinkt, auch gerne mal vorbeischauen und abonnieren. Und wir, ja. Ich finde das Video cool, dass ein paar Leute jetzt wahrscheinlich so lang durchgehalten haben. 30 Minuten, das ist jetzt schon ein krasses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn euch die Videogruppe gefällt. Wie gesagt, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und vielleicht lasst uns noch ein paar Tipps so in den Kommentaren, was ihr so meint bei unseren Dörfern, was wir machen können. Und schreibt auf jeden Fall nicht in die Kommentare rein, was der andere gemacht, weil das wäre mies, finde ich jetzt so. Ja. Okay, also. Telefon klingelt schon. Mein Telefon. Ciao.